Hallöchen! Ich habe auf der Arbeit schon unsere Weihnachtsaktion laufen und da gab es Weihnachtswundertüten. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach mal zwei mit. Wir gucken mal nach, ob das beides das gleiche drin ist oder getrennte Sachen drin sind. Ich finde es eine lustige Idee und Samantha macht es schon mal auf. Oha, was da wohl drin ist. Wir schauen mal. Boah, das ist schwer. Eigentlich nicht, aber. Ja, ich hab meine schon auf. Was? Da ist es. Da. Mhm. Was gucken? Gucken. 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 Oh. Und mal. Erling. Ja, wir gucken uns das jetzt mal genau an. So. Samantha, breitet zuerst aus. Was denn? Alles? Ja, hau raus den Scheiß. So, ich denke mal, es ist nicht das gleiche von uns, wenn dann trotzdem was ist, trotzdem lustig. Okay. Samantha hat also einen Block, ein Lineal, Bleistift und Weihnachtsmütze. Alles für die Schule. Ich gehe mal davon aus, es soll eine Art Radiergummi darstellen. Es geht wohl als Radiergummi. Ja, das ist ein Radiergummi, das führt man. Anspitzer, ein kleiner Notizblock, Bleistift, Lineal. Also, okay, naja. Okay, ich bin gespannt, ob es jetzt das Gleiche ist oder was anderes. Es ist haargenau das Gleiche. Auch genau die gleiche Linealseite. Ja, alles das Gleiche. Dann ist alles das Gleiche, ja. Verdammt. Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich zugeben, ist es für mich keine Wundertüte, sondern eine Tüte, was drin ist, oder? Was meinst du? Also für Wundertüten kennt man ja in der Regel, dass verschiedene Sachen drin sein können, aber irgendwie, nicht mal, die fühlten sich alle irgendwo gleich an. Nicht mal anderes Bild. Also ich gehe davon aus, dass auch bei mir auf der Arbeit den Rest, den ich habe, auch alles das Gleiche drin ist. Naja, war ein Versuch wert. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, war aber was anderes. So eine Weihnachtswundertüten findet man ja nicht so oft. Ja, und bis dahin wünschen wir euch auch einen schönen Abend. Tschüss!